Grüezi und willkommen bei Büssli TV. Heute präsentiere ich euch das sehr, sehr praktische 80-20 Ablagesystem. Was ist nun dieses 80-20 eigentlich genau? Es ist ein ziemlich flexibel einsetzbares Ablagesystem, welches sich an jedem Fahrzeug schnell und einfach anbringen lässt. Ich zeige euch mal, wie es genau aufgebaut ist. Die Ablagefläche selbst ist 80 x 20 cm groß und besteht aus wasserfest verleimtem, geöltem Holz, was ihr selber zur Pflege auch immer noch mal nachölen könnt. Aufgelegt wird es auf zwei Haltebügel aus rostfreiem Stahl, an denen befinden sich gummierte Haftmagnete, die so kräftig sind, dass ihr das System auf 7 kg belasten könnt. Die Magnete sind wie gesagt gummiert, damit es beim Montieren und beim Benutzen keine Kratzer am Lack geben kann. Das gleiche Prinzip steckt auch hinter diesen Befestigungsbändern, die auch immer dafür sorgen, dass das System genug Abstand zum Lack hat. Wenn ihr die Plus-Variante des 80-20 Ablageboards bestellt, bekommt ihr diese untere Ablage noch dazu, die ihr aber auch benutzen könnt, um das Board hier im oberen Bereich zu erweitern. Wie das genau geht, sehen wir uns gleich in einem Beispiel einmal an. Was mache ich nun damit, fragt ihr euch vielleicht. Nun, eine Anwendungsmöglichkeit seht ihr genau hier, einfach ein kleiner Apero, kein Tisch, nix, einfach als Ablage genutzt. Vielleicht habt ihr ein Fahrzeug, was gar keinen Tisch an Bord habt. Ich hatte aber auch schon viele Situationen, in denen es unpraktisch war, einen Tisch aufzustellen. Auf einem vielbefahrenen Parkplatz, bei schlammigen Waldbogen, vielleicht auf einer Fähre und so weiter und so fort, wo man aber trotzdem gerne draußen am Fahrzeug stehen wollte, irgendwas ablegen wollte oder wie hier einfach einen kleinen Apero veranstalten. Es gibt aber noch viel, viel mehr Anwendungsmöglichkeiten und die zeige ich euch jetzt mal im Zusammenschnitt. Und da war doch sicher etwas Interessantes für euch dabei. Mit etwas Kreativität findet man sicherlich auch noch weitere Einsatzmöglichkeiten. Ich zeige euch jetzt noch schnell die Montage. Das 80-20 Ablagesystem wird in dieser praktischen Tasche geliefert. Durch die Abmessungen von nur 80 x 20 cm passt es natürlich einfach irgendwo ins Fahrzeug hinein, hinter den Fahrersitz oder längs, quer, hochkant, hinter die Rückbank. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. In der Tasche selber befinden sich natürlich das Ablageboard selbst. Wenn ihr die Plus-Variante bestellt habt, noch die Erweiterung. Und dann natürlich die beiden magnetischen Haltebügel. Um das Board am Fahrzeug zu befestigen, empfiehlt es sich, es einmal kurz am Fahrzeug anzuhalten, damit ihr die Breite etwa abschätzen könnt. Die Bügel selber sollt ihr dann in etwa 60 cm Abstand am Fahrzeug anbringen. Setzt sie dadurch oder dafür so schräg auf und klappt sie dann an das Fahrzeug heran. Nicht direkt gerade ans Fahrzeug ran, weil die Magnete sind so kräftig, das ploppt ganz ordentlich und könnte sonst natürlich Beulen geben. Darum immer schräg aufsetzen und dran und zum Abnehmen natürlich einfach das gleiche rückwärts. Jetzt kommen diese Halteschnüre hier oben ins Spiel. Die könnt ihr euch kurz ausrichten. Und ihr müsst nun das Board einfach von der Mitte her hier in die erste Schnur einfühlen. Das gleiche nun auf der anderen Seite wieder ein bisschen zurückführen, dass es schön gleichmäßig aufliegt. Und wenn ihr die Plus-Variante bestellt habt, könnt ihr diese nun als untere Ablage benutzen. In einer anderen Montageart, die ihr ja vorhin gesehen habt, in den kurzen Beispielen, könnt ihr auf der Motorhaube damit die Ablage natürlich noch deutlich vergrößern. In dieser Montage würde sie hier genutzt werden, um eine kleine untere zusätzliche Ablage zu schaffen. Belastbar ist das Ganze gemäß Anleitung bis 7 kg. Ich habe hier gerade den 10 Liter Wasserkanister zur Hand und ihr seht, ja, also auch der wird davon getragen. Aber haltet euch an die 7 kg, damit seid ihr dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wo bekommt man das 80-20 Ablagesystem? Ich habe meines von büsslishop.ch. Die Details dazu verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt genau der richtige Moment dazu. Dann verpasst ihr auch keines der nächsten Videos.
Ja, dann sehen wir uns die Tage. Bis dann, hier bei Büssli TV, euer Magazin für Camperbusse.